Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde gerne euch heute zeigen, wie Sie in Blender an Material die Textur so zuweisen können oder ändern können. Also wir beginnen einfach mit einem neuen Projekt, in dem wir zum Beispiel unsere Dateien gehen, in der neuen. Dann können wir zum Beispiel unsere Würfel hier löschen. Und wir haben die Möglichkeit, erstmal eine Fläche als Hintergrund anzufügen. Und dann können wir zum Beispiel skalieren und alles machen, anfällen, wie wir eigentlich haben wollen. Und danach bearbeiten wir unser Projekt. Also unsere Fläche steht schon da und wir können ihn einfach anfärben, wie wir eigentlich, ganz normal anfärben, wie wir eigentlich haben wollen. Wir gehen jetzt auf Material und dann können wir das Projekt zum Beispiel anfärben, ganz normal. Hier können wir zum Beispiel in Blau lassen oder in eine andere Farbe. Jetzt sind wir schon fast, wir beginnen jetzt einfach mit unserem Projekt jetzt an. Wir fügen nochmal eine Fläche und dann können wir loslegen mit unserem Projekt. Also wir skalieren erstmal unser Projekt so und dann können wir einfach, kann ich euch einfach zeigen. Also ich kann nochmal ein bisschen hier drehen, das Projekt ein bisschen drehen, damit Sie besser sehen können, worum es wirklich so geht. Also so können wir ein bisschen drehen und dann kann ich euch ein bisschen zeigen. Also X-Achse auch kann ich euch ein bisschen zeigen. Z-Achse können wir nochmal drehen, damit ich euch nochmal, hier haben wir die Möglichkeit, noch ein bisschen zu skalieren, damit Sie besser sehen können, worum es wirklich so geht. Und jetzt geht es richtig los. Also auf unserem Material drücken wir jetzt hin und dann gehen wir auf Cycles Renderer und dann haben wir die Möglichkeit, hier unsere Oberfläche einfach zu ändern und die Farbe können wir auch ändern. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Textur so einfach zuzuweisen. Wir beginnen einfach hier hin, um besser zu sehen. Dann wechseln wir einfach in gerendert, damit Sie besser sehen können. Das ist einfach unsere Ziegeltextur. Und wir können auch zum Beispiel ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Wir können zum Beispiel nicht nur in Ziegel, wir können auch in Prüftextur so ändern. Und so wird es einfach aussehen. In Prüftextur haben wir die Möglichkeit, nicht nur diese Farbe zu haben, sondern wir können die Farbe auch ändern, wie wir eigentlich haben wollen, Sie sehen schon. Und wir können zum Beispiel auch zwei verschiedene Farben so haben, die wir eigentlich haben wollen. Also Sie sehen schon, man kann damit sehr viele Sachen so erreichen. Oder eine weiße Farbe können wir auch. Und so können wir die Farbe hinten hier einfach ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Die zweite Farbe können wir auch natürlich ändern, wie wir eigentlich haben wollen. Wir können zum Beispiel eine weiße Farbe oder wir sagen, hey, wir wollen eine andere Farbe da haben. Und nicht nur also die gleiche Farbe. So können Sie einfach die Farbe hin und hier immer einfach ändern, wie Sie wollen. Und jetzt möchte ich auch, wir waren in Prüftextur, wir können zum Beispiel ungebunden Textur auch ändern, indem wir zum Beispiel ein Bild so öffnen und das Bild zum Beispiel als, ja, als Textur so benutzen. Wir können zum Beispiel dieses Bild hier hochladen und das Bild wird einfach, Sie sehen schon, das Bild wird einfach benutzt als Textur und es wird einfach anders. Wenn Sie merken, nee, das Bild passt nicht, dann können Sie zum Beispiel hier löschen und ein anderes Bild zum Beispiel nochmal hochladen. Also, wir laden zum Beispiel dieses Bild jetzt hoch und das Bild wird einfach geändert. Sie sehen schon, das Bild ist jetzt anders geworden und falls es euch immer nicht so gut passt, dann können wir ihn ändern. Und wir können die Oberfläche nicht nur in die Füße lassen, wir können zum Beispiel Zeichen-Check-Off ändern, wir können zum Beispiel in Volumenabsorption auch lassen, wir können zum Beispiel in Sam auch lassen und es wird einfach so ändern. Je nachdem, wenn wir die Sachen hier ändern, dann werden sie einfach auch hier ändern in unserer Textur. Sie sehen schon, in Glanz auch können wir ändern und wir haben auch die Möglichkeit, auch in Glas so zu ändern und wir können auch in Emotion so ändern, wie wir eigentlich haben. Und hier können Sie auch, wir waren in Umgebung, wir können schon auch mit Verlauftextur so ändern und es wird einfach so sein. Und hier haben Sie auch die Sachen, Sie können zum Beispiel sagen, Sie wollen nur quadratisch jetzt haben und es wird einfach geändert. Sie können zum Beispiel sphärisch so ändern und es wird einfach so sein. Und Sie können auch, Entschuldigung, Sie können auch zum Beispiel radial so ändern, das ist, es ist wie ein Fahrtverlauf. Also Sie können zum Beispiel diagonal so ändern. Also von daher haben Sie die Stärke, können Sie auch hier ändern, wie Sie eigentlich wollen. Und von daher hinten hier können wir ändern. Und wir waren jetzt in Verlauftextur. Sie können zum Beispiel in Bildtextur auch ändern, indem Sie zum Beispiel ein Bild nochmal als Textur so ändern. Also wir können zum Beispiel solche Rasen so als Bild hochladen und es wird einfach geändert. Sie sehen schon. Und von daher können Sie, wenn das Bild euch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr immer
ein anderes Bild nochmal hochladen. Also wir gucken nochmal, wo ein anderes Bild ist. Also dieses Bild zum Beispiel können wir hochladen und das können Sie zum Beispiel sehen, wie es jetzt aussieht. Und die Farbe können Sie ein bisschen hier ändern, eine Renderer-Vorstellung. Dann können Sie zum Beispiel ändern, wie Sie eigentlich haben. Und im Linear, Sie können zum Beispiel den Kubik zum Beispiel anstellen und Sie können zum Beispiel wiederholen, wie Sie wollen. Also wir waren in Dimension und hier können wir zum Beispiel in Transparenz sieht es so aus, in Zeichen. Trick sieht es einfach so aus und Sie sehen schon, wie das Projekt aussieht. Und Sie können zum Beispiel Strahlung so auch ändern und Sie können auf die E-Mail wieder, können Sie einfach das Projekt so ändern, wie Sie eigentlich haben wollen. Und Sie können zum Beispiel im Glanz einfach so lassen, damit Sie besser sehen können, was ich jetzt da gemacht habe. Also Sie können einfach ändern, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nicht nur in Bildtextur, magische Textur können Sie auch ändern und so wie das einfach aussieht. Natürlich können Sie auch nochmal ein bisschen skalieren, damit Sie besser sehen können. Und die Tiefe können Sie auch natürlich nochmal ein bisschen ändern. Und von daher sehen Sie einfach, wie Sie die Sachen so in die Zukunft so ändern könnten. Und Sie haben auch die Möglichkeit, die Rauheit zu ändern. Und von daher, Sie haben auch hier viele tolle Sachen noch zu ändern, wie Sie wollen. Es ist einfach so groß und man hat immer was zu erzählen. Also Sie können zum Beispiel die Nusskraft auch ändern. Es sieht einfach so aus. Natürlich können Sie nochmal ein bisschen skalieren, damit Sie besser sehen können. Und. Also, das ist wirklich, es ist wirklich ziemlich groß. Also von daher haben Sie einfach gelernt, wie Sie die Sachen so im Material ändern können, die Textur zuweisen können, löschen können und Sie können auch alles einfach machen, wie Sie eigentlich haben wollen. Ich freue mich auch, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben. Ich zeige euch in dem nächsten Video, wie Sie auch das Textur selber auch die Sachen ändern können. Bleiben Sie einfach.